Hallo ihr Lieben, ich wollte mal eine Frage beantworten, die mich erreicht hat. Und zwar ist das eine sehr interessante Frage zum Thema, ja, mein erfülltes Leben leben. Weil der Sinn ist doch, bei sich selbst anzukommen, dieses Gefühl in sich zu finden, hey, ich bin ganz bei mir angekommen, ich bin ganz ich fühle mich ganz ich, ganz authentisch ich. Ich ruhe in mir. Ich finde die Stille und den Frieden in mir. Die Frage kam zu mir auch mit der Frage, ja, also das finde ich doch auch alleine in mir. Und da kann ich nur sagen, ja, absolut, das stimmt. Das findest du auch alleine in dir. Und oft ist da aber ein Missverständnis. Weil wir denken, dass es das Ziel ist, dieses innere Ankommen sei das Ziel. Und dabei ist es in Wahrheit nur das Mittel zum Zweck. Und das wiederum bedeutet, wenn du diesen Frieden in dir findest, beginnt so eine Art Wendepunkt. Und dann drehen sich die Energien in dir. Das heißt, alles, was du dann tust, aus diesem Bewusstsein heraus, aus dieser inneren Stille, aus diesem inneren Angekommensein heraus, was du dann in die Welt hinausgibst, das ist authentisch. Und darauf wartet die Welt, das braucht die Welt. Dafür bist du hier. Und darum geht es eben auch in meiner Begleitung. Also dieses auf der einen Seite ja, bei dir selbst ganz tief ankommen und zugleich, das lässt sich auch nicht trennen, das ist miteinander verwoben, zugleich dann eben auch die Schritte zu gehen, die es braucht, um sozusagen dein authentisches Sein zu übersetzen in Aktion, weil wir sind Körper hier. Das ist der Sinn. Es geht nicht darum, nur wie ein Yogi auf dem Stein zu sitzen. Das ist für manche die Bestimmung, aber nicht für die meisten hier unter uns. Ja, also das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Ganz liebe Grüße. Muah.